Bonjour, Monsieur, Dame. C'est un sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Und ich habe mir ein Fahrrad gekauft und ich lese die Betriebsanleitung in Deutsch, Englisch und Französisch vor. Notice d'utilisation originale pour vélo à assistance fiche électrique. Notice d'utilisation originale pour vélo à assistance électrique 2019. Vélo de ville électrique, VTC électrique, VTT électrique. So. Mit der Einleitung bin ich fertig. Es kommt der Sicherheitshinweis oder die Sicherheitshinweise, die werde ich als Ganzes vorlesen. Sicherheitshinweise. Lesen Sie sorgfältig alle Warnungen und Hinweise in dieser Betriebsanleitung durch. Lesen Sie sorgfältig, ja, geht. Lesen Sie sorgfältig alle Warnungen und Hinweise in dieser Betriebsanleitung durch, bevor Sie das Pedelec in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung immer in der Nähe Ihres Pedelecs auf, sodass sie jederzeit verfügbar ist. Bitte lesen Sie unbedingt vor der ersten Fahrt die Kapitel vor der ersten Fahrt und vor jeder Fahrt. Wenn Sie Ihr Pedelec an dritte Personen weitergeben, händigen Sie diese Betriebsanleitung mit aus. In dieser Anleitung finden Sie fünf verschiedene Hinweistypen. Einer gibt Ihnen wichtige Informationen zu Ihrem neuen Pedelec und dessen Benutzung. Einer weist Sie auf mögliche Sach- und Umweltschäden hin. Der dritte warnt Sie vor möglichen Stürzen und schweren Schäden durch auch körperliche Art. Der dritte warnt Sie vor möglichen Stürzen und schweren Schäden, auch körperlicher Art. Der vierte Hinweistyp fordert Sie auf, das richtige Drehmoment einzuhalten, damit sich Teile nicht lösen oder brechen. Der fünfte Hinweis erinnert Sie an die Notwendigkeit, die mitgelieferten Betriebs- und Montageanleitungen sorgfältig zu studieren. Wenn Sie diese Symbole sehen, besteht jedes Mal das Risiko, dass die beschriebene Gefahr eintritt. Der Bereich für die jeweils ausgesprochene Warnung, der Bereich, für den die jeweils ausgesprochene Warnung gilt, ist mit einer grauen Fläche hinterlegt. So. Und hier hat man die vier Hinweistypen oder Warnungstypen. Da steht dann noch was zum Thema Betriebsanleitung. Die Hinweise sind wie folgt gestaltet. Ein großes I-Hinweis. Dieses Symbol gibt Informationen über die Handhabung des Produkts oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll. Dann ein Ausrufezeichen. Achtung! Dieses Symbol warnt Sie vor Fehlverhalten, welches Sach- und Umweltschäden zur Folge hat. So, und dann gibt es einen verbundenen Arm, Gefahr. Dieses Symbol bedeutet eine mögliche Gefahr für Ihr Leben und Ihre Gesundheit, wenn entsprechende Handlungsaufforderungen nicht nachgekommen, wenn entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekommen wird, beziehungsweise wenn nicht entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Gibt es hier einen Maulschlüssel mit einem Hinweis, dass man was festdrehen soll. Also im Uhrzeigersinn soll man drehen und da ist ein Gewicht, Gewicht zum Wiegen, ein Gewicht zum Wiegen daneben. Kann ich mal gerade zeigen. Sehr schön gestaltet. Wichtige Schraubverbindungen. Hier muss beim Anziehen ein exaktes Drehmoment eingehalten werden. Das korrekte Anzugsmoment ist entweder auf dem Bauteil abgebildet oder Sie finden es in der Tabelle mit Anzugswerten auf Seite 40. Ich gucke bei sowas immer nach. Hier gibt es eine.
Ja. Das höchste Gefühl sind 40 Newtonmeter. Ist noch nicht so richtig fest, ne? Geht aber. Kriege ich mit der Hand hin. Keinen besonders großen Schlüssel für. Um ein genaues Anzugmoment einzuhalten, müssen Sie einen Drehmomentenschlüssel verwenden. Wenn Sie keinen Drehmomentenschlüssel haben, überlassen Sie diese Arbeit dem Fachmann bzw. Fischer Kundendiensttechniker. Teile, die nicht korrekt angezogen sind, können sich lösen oder brechen. Dies kann schwere Stürze zur Folge haben. Ja. Betriebsanleitung. Lesen Sie alle zusammen mit dem Fahrrad gelieferten Anleitungen. Wenn Sie bei irgendwelchen Themen dieses Handbuchs Zweifel haben, wenden Sie sich an unsere Service-Hotline. Prüfen Sie den sicheren und festen Sitz aller Schnellspanner jedes Mal, wenn Ihr Pedelec auch nur für kurze Zeit unbeabsichtigt abgestellt war. Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz von Schraubverbindungen und Bauteilen. Die Betriebsanleitung setzt voraus, dass Sie Pedelec bzw. Fahrrad fahren können. Wenn Sie ist keine Anleitung, um Pedelec oder Fahrradfahren zu lernen. Ebenso dient sie nicht dazu, Inhalte zu vermitteln, um das Pedelec zu montieren oder zu reparieren. Seien Sie sich immer bewusst, dass Pedelec-Fahren grundsätzlich Gefahren birgt. Sie sind als Fahrer, Fahrerin in besonderem Maße gefährdet. Seien Sie sich immer bewusst, dass Sie nicht so geschützt sind, wie Sie es zum Beispiel im Auto sind. Sie haben keinen Airbag und keine Karosserie. Trotzdem sind Sie schneller und in anderen Bereichen der Straße unterwegs als Fußgänger. Achten Sie daher besonders auf andere Verkehrsteilnehmer. Fahren Sie nie mit Kopfhörer, telefonieren Sie nicht beim Pedelec-Fahren, fahren Sie nie, wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihre Fahrt gänzlich zu kontrollieren. Das gilt insbesondere, wenn Sie Medikamente, Alkohol und andere Drogen konsumiert haben. Medikamente stehen ja an erster Stelle. Passen Sie bei nasser oder glatter Straße Ihre Fahrweise den Erfordernissen an. Fahren Sie langsamer und bremsen Sie vorsichtig und frühzeitig, da sich der Bremsweg deutlich verlängert. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit dem Gelände und Ihrem Fahrkönnen an. Ich finde die Symbole sehr schön. Hier sieht man auch mal wieder welche. Das ist schön gestaltet, wollte ich gerade mal sagen. So, das war der deutsche Teil, jetzt kommt der englische Teil. Safety instructions. Please read all warnings and device. No. Please read all warnings and advice in this instruction manual carefully before using your Pedelec. We recommend keeping the operating instruction close to your Pedelec so that it is always at hand. Please ensure you read this chapter before the first ride. Please ensure you have read. Would have been nice. Please ensure you read the chapters before the first ride and before every ride before using the Pedelec for the first time. If you lend your Pedelec to a third party, if you are going to lend your Pedelec to a third party, seem nah. I shouldn't draw that much commentation on this instruction. If you lend your Pedelec to a third party, please give them this operating manual along with the Pedelec. This operating manual contains five different types of pointers, one providing important information about your new Pedelec and how to use it, a second referring to possible damage to property and the environment, the third type warning against potential faults and serious damage, including physical injury. The fourth pointer helps you to apply the proper torque so that parts don't loosen or break. Torque, ja.
Nice for people when it's dark, talking about dark. The fifth point that reminds you that it is necessary to study the operation and assembly menus, including carefully. When you see these symbols, there is always a risk that the described danger may occur. That's for Scottish people. The text which the warning covers always has a gray background, and that's for this in England. The warnings break down as follows. Note, this symbol provides information about how to use the product or highlights specific parts of the operating instruction that are particularly important. Intention, this symbol warns of misuse, which could result in damaging the product or the environment. Danger, this symbol indicates possible dangers to your health and life that could arise if specific actions to or appropriate care is not taken. Wow. Important bolted connection. Precise torque must be applied here when tightening. The correct mounting torque is either displayed on the component or listed in the table of torques on page 100. In order that to apply a price, I think 100 is appropriate for torque. In order to apply a precise torque, you must use a torque wrench. Everyone should own one. If you don't have a torque wrench, please contact an expert or Fisher customer service technician. May say another term, Fisher customer service technician. Parts which do not have the correct torque could fall off or break. This may result in severe falls. I must pass greetings to London, you know. Operating instruction. Read all of the instruction manuals delivered with the pedelec. If you are unsure about any of the topics addressed in this handbook, call our service hotline. Check that the quick release are fastened and that's not supposed to be called English. Check that the quick releases are fastened and secured each time your pedelec has been left unattended. By the way, has been left unattended is also was unattended. Or has been left unattended. Wow. It starts with checking. Even if it is for just a short time, regularly check that the bolts and components are secure. Regularly look at the bolts and components that are supposed to be secure. Might be properly English, but not regularly check. This operating manual assumes that you have a basic knowledge of riding pedelecs or bicycles. It will not teach you how to ride a pedelec or bicycle. Likewise, it does not explain how to assemble or repair the pedelec. Always be aware that pedelecs may give rise to risks, especially to riders themselves. Always be aware that you are not as protected as you are in a car, for example. Pedelecs have no airbag and no body. Yes, they're bicycles, they have no body. Nevertheless, you are faster and can ride on other areas of the road
compared to a pedestrian. Pay particular attention to others on the road. Never ride with headphones. Never use your phone while riding. Never cycle if you're unable to control your bike completely. Under no circumstances should you ride your bike if you have taken medicine or are under the influence of alcohol or drugs. Under wet and slippery conditions, adapt how you ride accordingly. In this case, you should ride more slowly and brake earlier and more gradually as the braking distance becomes significantly longer. Ride an appropriate speed for the terrain and your riding capabilities. Okay. Jetzt geht's auf Französisch weiter. Und das Englisch war teilweise ein bisschen. Irritierend. Ich habe die Kommentare dem Akzent angepasst, muss man dazu sagen. So. Ich habe leider einen starken Akzent. C'est le texte le plus dur en français. C'est le plus long. Consigne de sécurité. Consigne de sécurité. Il y a lieu de lire soigneusement tous les avertissements et toutes les indications que donne la présente notice d'utilisation avant de se servir de ce VAE. Conservez toujours la notice d'utilisation à proximité de votre VAE et pour l'avoir toujours sous la main. Avant d'utiliser votre VAE, n'oubliez pas de lire les sections avant la première utilisation et avant chaque utilisation. Et lorsque vous donnez ou revendez votre VAE à quelqu'un d'autre, remettez-lui aussi la notice d'utilisation. Cette notice donne 5 sortes d'indications différentes. Il y a des informations importantes concernant votre nouvelle VAE et son utilisation. Des informations sur le risque de dommages matériels et le risque pour l'environnement et des informations sur le risque de chute et de dommages corporels inclus. La quatrième indication dans le couple de serrage à respecter pour qu'une pièce ne se détache pas ni ne casse. La cinquième indication rappelle la nécessité d'étudier à fond les notices de montage et d'utilisation fournies. Ces icônes signalent un danger qu'on peut courir dans certaines circonstances. Les explications sur le risque encouru sont données dans des cartouches à fond gris. Les quatre catégories d'indications que donne la notice NB. Cette icône donne des informations sur l'utilisation du produit ou bien sur la partie de la notice d'utilisation à laquelle il faut se référer. Attention, cette icône signale un comportement fautif pouvant provoquer des dommages matériels et des dommages à l'environnement. Danger. Cette icône signale un danger potentiel pour votre santé et votre vie faute d'un bon respect. Des conseils donnés aux fautes de la prise et des précautions nécessaires. Assemblage important.
ici, il faut bloquer la vie ou le boulon à un couple de serrage bien précis. La valeur du couple de serrage se trouve sur la pièce elle-même. Si ce n'est pas le cas, consultez le tableau de la page 1061. Nee, 161. Nicht 1061. 161. Pour bien respecter le couple de serrage prescrit, il faut utiliser une clé dynamétrique. Le serrage et le clé dynamétrique, habe ich mal alles gewusst. Si vous n'en disposez pas, confiez ce travail à un spécialiste ou un technicien du service après-vente Fischer. Les pièces qui ne sont pas bloquées à la valeur de couple prescrite peuvent se détacher ou casser. Cela peut avoir pour conséquence des chutes graves. Notice d'utilisation. Il y a lieu de lire l'ensemble des notices fournies avec le vélo. En cas de doute concernant tout point de la présente notice, n'hésitez pas à utiliser notre assistance technique téléphonique. Wie gesagt, in Frankreich kann man immer wieder einen anrufen, habe ich schon mal gesagt. Immer wieder sage ich das gerne. Lorsque l'on reprend son VAE, même après un très court moment, il est conseillé de vérifier que personne n'a trafiqué le blocage rapide en son absence. Vérifiez régulièrement le bon serrage de vie et boulon et la bonne fixation des pièces. La présente notice d'utilisation part du principe que vous avez fait du vélo VAE. Elle n'est pas destinée à vous apprendre à en faire. Elle n'ambitionne pas non plus de vous apprendre à monter ou à réparer votre VAE. Toujours avoir pleinement conscience de ce qu'il est dangereux de rouler à VAE. En tant qu'utilisateur ou utilisatrice, on est particulièrement à risque. Ne jamais oublier que l'on n'est pas protégé comme dans une voiture. Il n'y a ni airbag ni carrosserie. Ce qui n'empêche pas que l'on est plus rapide et qu'on se déplace dans d'autres espaces qu'en piéton. C'est pourquoi il faut toujours faire extrêmement attention aux autres usages de la route. Ne jamais rouler avec le VAE, avec des écouteurs ni en téléphonant. Ne jamais rouler sans être sûr de pouvoir parfaitement maîtriser son véhicule. Maîtriser son véhicule. Cela vaut tout particulièrement lorsqu'on a pris des médicaments ou consommé de l'alcool ou d'autres drogues. Il faut adapter sa conduite lorsque la chaussée est mouillée ou glissante. Il faut rouler plus lentement et freiner avec prudence et avec anticipation dans la mesure où les distances de freinage rallongent beaucoup. Il faut adapter sa vitesse au terrain et à ses capacités. Il faut adapter sa vitesse au terrain et à ses capacités. So, es geht dann weiter mit Elektrizität et Elektronik. Also, auf Deutsch war das Hinweise zu Elektrik und Elektronik. Ja. Tschüss.